Willkommen zurück zum lärmenden Zelt von. Das wurde ich mal vorher machen können. Egal. Zum lärmenden Zelt von Apokalypse und seinem zugemüllten Inventar. Ja, Ultima Offline ist wieder da, sage ich jetzt einfach mal. Und es war ja nie weg. Das ist ja das Tolle daran. Da kann man sich darauf verlassen, das kommt. Ne? Wenn ich sage, das kommt, dann kommt das auch. Nicht wie andernorts, wo man Versprechen macht und dann, ja, vielleicht, ja, schauen wir mal. Nee, nee, wenn ich sage, das lübt das, lübt das, dann lübt das. So, ja, wir sind hier momentan im Zelt. Sieht man ja, wie man unschwer erkennen kann. Und, naja, ich denke mal, das ist für den grünen Sack. Das wird jetzt einfach mal gemacht. Hier wird einfach mal einsortiert, aussortiert. Ja, das hätten wir vielleicht in der Nähe des Schiffs machen sollen, oder? Wäre vielleicht intelligent gewesen. Achso, ich muss hier weg. Ja gut, das ist klar. Da kann man dann nicht... Halte ich jetzt auch nicht. Merchant, der Liesel. Der Liesel, der Merchant. Komm hier, sprich. Genau, die guten Bohnenohrringe. Forensics, boah. Was war ich denn? Wooden Circle? Was ist denn das für ein Quatsch? Wie soll ich das mitgenommen? Ach so, ja, das ist ja mein Cell-Loot. Ist das geil. Mystischer Strohhut. Ach, Meditation 10. Okay, das ist wirklich gut. Na, man darf das Buch nicht nach dem Einband beurteilen, liebe Kinder. Man muss immer erst schauen, was drin ist. Und nur weil jemand alt ist, ist er noch lange nicht. Der versteht den nicht. Sondern der weiß wahrscheinlich mehr als du. Reicher Lümmel. So, ich würde sagen, das kommt immer hier alles in die Kiste, oder? Das ist die gute Kiste. Das ist ja eigentlich gar keine Kiste. Ist ein Trinkett, aber man könnte das fast für eins halten. So, was noch? Kurz überlegen. Ja, fängt schon mal gut an. Wir müssen die Beute auch immer verstauen. Es kann einfach nicht sein, dass wir immer nur Action haben. Action, Action, Action. Muss auch mal... Man muss auch mal ausspannen oder so. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Hunger oder mit dem Durst oder mit beidem? Das ist Info. Hier, 2020. Okay. Das ist mal stabil. Jetzt habe ich Titan Points 500. Was heißt denn das? Ist immer noch nicht rausgefunden. Ist mir auch egal. Das Verrät wird gebannt. So, 76er Level. Das ist ja schon mal ja, grenzstabil. Vor allem, wenn ich mir überlege, wie Drachen und Sonstiges da einfach so umkippt. Das letzte Mal was gemacht? Ein Drake war dabei, ein Worm war dabei, so ein Riese war dabei. Ach ja, wenn ich jetzt da rausgehe, dann müssen wir die ganzen stinkenden Dämonen erschlagen. Na, wenn's denn sein muss. Eigentlich wollte ich ja nicht, aber na gut. Nun gut. Ich würde sagen, das Ganze... Wir haben noch einen anderen Sack. Das hier, das ist der andere Sack. Da kommt das Zeug mal rein. Und das ja nur, weil es Deko ist, kommt es hier in die Deko und, ja, dann kommt das halt woanders hin. Ist doch jetzt egal. Nicht verkünsteln. Nein, nicht verkünsteln. Das sieht aber echt schick aus. Ist eigentlich eine Waffe, aber das benutze ich als Deko-Artikel. Da kann man Tiere einfangen, offensichtlich. Ja, offensichtlich. Sieht man ja. Hier ist auch noch ein Sack, der nicht voll ist. Der ist leer. So. Können wir dann jetzt langsam mal? Ey, das ist voll langweilig, Schalter. Mach mal was Gescheites. Was sind das hier? Forensics? Das ist falsch. Forensic. Hier, glaube ich, oder? Nee, wo sind die? Was ist denn das? Ist das was? Lockpicking. Ach ja. Plus 3 auf Schlösser knacken. Das war bei. Ja, in diesem Mausoleum unter der Burg. Ruhe. Nehmen wir das doch mal mit. Mir ist gerade so danach. Und ansonsten... Ja, alles top. Ich kann nicht klagen. Und sonst? Alles in Ordnung? So? Na? Kein Stress? Oder wenig? Ach, verdammt, das müssen wir nicht auch noch wegpacken. Ich will aber nicht. Jetzt ist egal. Wie schwer sind wir denn? 255 von 544. Was müssen wir zahlen? Ups, was? Ups. Komm, passt. Genau. Können wir mal Trick 17.
Die Musik ist schon richtig. Kampfmusik. Play Combat Music. War etwa auf 30. Ruhe. Ruhe, du Pferd. Oh ne. Ballista. Basilisk. Ballista? Oh, so ein Ballisto würde ich gerne mal wieder essen. Ey, es geht ja gut los. Samir, da ist er. Samir, der Hügelriese. Hierhin hat er sich verzogen, die Sau. Geil. Jetzt geht's ab. Komm. Oh, er hat Goblin-Unterstützung. Das wird hart. Ich hab dir gesagt, es gibt ein Wiedersehen. Sieht aber anders aus als früher. Na gut. Er ist wahrscheinlich auch. Er ist auch nicht jünger geworden, sag ich mal, ne? Hallo? Samir? Ja, Samir, was geht ab? Warum tue ich so, als ob ich den kenne? Der Punkt ist, halte ich fest, den haben wir früher mal kennengelernt. Und das war das erste Mal, dass wir was gesehen haben mit Item, mit Lebenskraftregeneration. Ich dachte, das muss ich haben. Und, naja, da habe ich dann mir das geholt. Nee, der ist weggelaufen. Beziehungsweise hat uns zum Weglaufen gezwungen. So rum. Gut, wir wollen nicht lügen, haben wir gesagt. Ja, er hat uns schön in den Arsch getreten. Und ich habe es versucht. Ich wollte da unbedingt rankommen. Guck mal hier. Hit Life Leech. 38%. Okay. 40% des Schadens. Ich mache teilweise Schadenswerte von 120 oder sowas. Das ist relativ stabil, würde ich mal sagen. Den möchte ich mal ausprobieren. Vor allem, ich möchte auch mal. Jetzt bin ich schon wieder dabei. Jetzt sammle ich jeden scheiß Bogen ein. Ich habe das doch alles zu Hause. Aber nein, ich kann das schon verstehen. Ich war früher, glaube ich, auch so ein bisschen ein quengelndes Kind, das immer meinte: Ich will aber. Ich will aber. Und was gab's? Ein Satz heiße Ohren gab's. Tja, harte Zeiten früher. Was ist das hier? So eine Kerze. Ja, läuft. Und das hier ist auch diese komische andere, diese Idiotenkerze, die man überhaupt nicht braucht. Was ist das? Glück. Shit! Hätte ich doch alles mal wegschmeißen können. Ja, das ist immer der Stress, ne? Der Stress bei der Aufnahme. Sonst bin ich ja immer ganz gediegen. Schon wieder am Lügen, oder? Genau, das ist das. Da wollen wir rein. Das sieht aber schon ganz nett aus. Der Blutbrunnen da mit den Knochen und so wahrscheinlich eher nicht so. Ich würde sagen, komm mal ran hier. Jetzt ist Musik. Oh. Was ist das? Ein Blutelementar, ne? Natürlich. Was gut ist? Blutelementar. Blut ist ja Leben. Ganz kurz mal stehen bleiben. Stehen bleiben! Sehr gut. Müssen wir eigentlich Lebensenergie abziehen? Stimmt das denn? 208? Oh, 160. 140. Ich glaube, ich mache gerade ziemlich einen Quatsch, kann es sein? Wir haben Cured. Die waren eigentlich immer ziemlich übel, diese Scheißviecher. Okay. Ziehe ich denn wirklich Leben ab? Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Vampirwaffe in der Hand hätte. Das sah jetzt nur so aus, weil er uns die Stärke entzogen hat. 13 Stärke. Oh, ich weiß noch, als uns. Ach, krass. Als uns hier ständig die Rüstung ausgefallen? Nee. Vom Körper gefallen ist. Weil uns wieder irgend so ein Hund verflucht hat. Geschwächt hat. Wie auch immer. Bushido 10. Okay. Mir kriegt Bushido ein bisschen weniger. Wahrscheinlich irgendwo so im negativen Bereich. A deviously drawn treasure map. Somewhere in the land of Sosaria. Schatz suchen können wir eigentlich auch mal. So, das Blutelementar wäre schon mal. Okay. Ich habe irgendwen oder irgendwas erschossen. Finde ich super. So, das ist schon mal weg. Leer mit der Schuss. Daneben. Okay, das mit Lähmen kann ich mir sparen. Tötender Schuss habe ich drin. Mana Drain. Das fällt dir ein. Ich muss eigentlich ein zweites Buch mitführen, ne? Dass ich für einen Zweitcharakter das voll machen kann.
Sowas machen das übrigens Menschen, die nicht dumm wie Brot sind. Dann macht man das eine voll und dann hat man noch ein oder zwei andere. Und die füllt man dann eventuell auch. Weil das wiegt nichts, das Zeug. Und man kann da ruckizucki die, ein zweites nicht Kochbuch, ein zweites Zauberbuch voll machen. Dass es kein Kochbuch gibt, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade. Denn hier hat man die einfach in so einer komischen Leiste. Das ist alles sehr merkwürdig. Ich hätte es wirklich schöner gefunden, hätte man das, naja, wie ich es halt kenne, mit einem, ja, mit einem Buch gemacht, dass man die erstmal finden muss. Das kann sein, dass es in Kühen versteckt ist, das Zeug. Es kann sein, dass es in Gargoyles versteckt ist, in irgendwelchen krassen Supergegnern. Aber es halt Semi-Rares sind. Und ich glaube, die waren in allem zu finden, aber eben Semi-Rare oder Ankommen oder sowas. Da gab es ja verschiedene... Oh, das ist schlecht. Ist doch nicht schlecht. Ja, der hatte wieder... Ich glaube, dem wirklich so ein... Das ist wahrscheinlich Mage Armor, oder? Ich konnte dem keinen Schaden machen beim ersten Schuss. Und erst beim zweiten ging es dann richtig ab. Komm. Halte mal die. Es hat geklappt. Was war es? Das war nix. Wo ist es denn hin? Ach so, wahrscheinlich war es Quatsch, dann hat es weggeschmissen. Das sagt er auch manchmal. Ja, ja, gut. Nun gut. So ein bisschen was anderes. Reagenzien. Ach stimmt, da wollte man jetzt ja einen Reagenzien-Sack mitnehmen. Jetzt habe ich eine leere... Ja, ja. Einen leeren Sack hatte ich doch. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Ist genau gesehen, im Bankfach, da war einer. Wo sind wir eigentlich? Also nicht... Na, wo sind wir ja eigentlich? Sondern wir sind... Wir können mal gucken. Hier ist ja eh gerade nichts los. Ist ja gerade schön chillig hier unter all den Feinden. Oh, ich sehe ja in der Kiste. Wir sind ganz im Osten. Die, naja, nicht ganz im Osten. So, zwischen Briten und Frozen Island. Da drunten, da ist so ein komisches Inselchen mit einem Gebirge im Norden und einem Bogen aus roter Lava. Die Lava gibt's gar nicht. Da liegt aber ein Drachen. Und da unten sieht man so ein kleines braunes Viereckchen. Da sind wir. Also nordöstlich des Lich Towers, so habe ich ihn jedenfalls genannt. Heißt wahrscheinlich so. Schon nach einem mächtigen Magier. Zu was? Zu Lapanaton. Ja klar. Aber lustig, dass sie auch alle so typische Namen haben, ne? Ist ja auch wieder so ein linguistischer Zweig, dass man. Naja, dass man Sprachen findet, die eben nach irgendwas klingen. Das muss halt, so wie die Klingonen zum Beispiel, oder hier diese komischen deine Mutter, ne, ihre Mutter, die Orks, die hier rumlatschen. Das ist alles, ne, Sprachen, die gestellt werden. Da ist der Sack. Jawohl, jetzt haben wir einen, endlich ist es soweit. Man muss es nur mal erwähnen und dann, ja, komischerweise passiert dann alles so wie vorher gesehen. Komm, dann packen wir auch die ganzen, überhaupt das ganze Magiezeug schmeißen wir da auch rein. Aber erstmal eins nach dem anderen. So, hier kommen die Zaubersprüche, die schmeißen wir da rein. Zaubersprüche. Von mir ist auch die, was auch immer. Genau das hier meinte ich. Die Zepter. Was ist das nochmal? Unlock. Wand of Unlocking. Ach, wie geil ist das denn? Hoffentlich macht das wirklich alles auf. Das wäre super. So, wann immer wir jetzt was finden an, nicht Mathe, sondern an, shit, ich hab dummes Holz am Start. Was ist mit dir los? Der Elwood? Elwood? Hallo? Pass mal auf, soll ich rauskommen? Pau small. Geh mal hoch. Achso, nee, das wird ganz nach oben, aber ist schon richtig. Nee, hier geht's nicht raus. Wir müssen aufs Dach. Oh je. Anders überlegt. Okay. Komm her, ihr Schweine. Der erste ist schon da. Oh, ich muss beheilen. Ach doch, guck mal. Lebensenergie wird wieder. Ach, jetzt wollte ich mich faul auf den Stuhl setzen. Geht nicht, darf ich nicht benutzen. Geil. Das zieht ja tatsächlich ordentlich Leben ab. Und wenn das ein harter Treffer ist, dann bin ich danach wieder putzmunter. Halt, das können wir jetzt auch damit machen. Aha, Moment mal. Die schmeißen wir jetzt auch rein. Für die Zukunft. Ja, der versucht sich hier rein zu teleportieren. Das kann er komplett vergessen.
wird nicht funktionieren. Lass es einfach, du Vogel, du komischer. So. Für die Zukunft, für die Menschen. Hattest du auch was Feines? Was habe ich mit den ganzen Tränken? Die können wir da eigentlich auch reinschmeißen, oder? Und Reagenz, genau, die Reagenzien. Dafür haben wir das ja mal gemacht. Ich erinnere mich. Bei mir sind die ganzen Flaschen. Wir schmeißen einfach alles voll. Mit dem Müll. Und dann kriegt es jemand anders. Item-ID. Also momentan kriegt es ja... Kriegt das ja alles der... Der Walking Undead. Das haben wir so ausgemacht. Hat der eigentlich irgendwas? Der komische Panther... Ja, wahrscheinlich. Aber alles aufgeräumt. Ja, auch. Gibt's auch noch eine schöne... Hier, Rolling Pin. Guten Tag. Jetzt hat's aber nichts abgezogen. Verstehe es einfach nicht. Versteh einer diese Bögen. Was bist du? Valona. Was genau? Master? Oh, Meistermagier. Oh, woher der Maismagier? Kannst ja gar nichts. Schmeiß das alles mal da rein, komm. Oh Gott, jetzt geht das los. Jetzt haben wir eine eigene Kiste, in der jedes Mal der ganze Müll geschmissen werden muss. Wie viel haben wir noch? 92, passt. Passt. Lightning, den habe ich auf jeden Fall nicht. Oh, Wein hat er am Start. Klar, versoffenen Magier, Mann. Wir müssen immer mit... Nee, die kenne ich. Bizarre Box. Das ist Snooping-Zeug. Ich krieg da immer nur einen gewischt. Ich lasse es mal sein. So können wir nebenher mal als Hobby. Hier das Armslore. Jetzt denken sie auch mal mit. Bunker. Successfully render. Jau, die wird sofort eingesackt. Und Mixing Cauldron von mir aus auch. Das kommt aber auch in diesen komischen Sack mit den Reagenzien. Was ist das denn? Nitril-Amulett von Albin. Oh, Hit Increase. Amulett. Ist das hier? Um den Hals. Das sind Ohrringe? Ne, das hier ist das, ne? Dann wird das Topaz Gorgé entfernt. Self-Repair. Damage Increase 3%. Stimmt, man könnte eigentlich auch mal beim Schmied vorbeischauen und gucken, hast du vielleicht eine bessere Version dieses Topaz Oh, da ist das Mikro ausgefallen. Ich hab's gar nicht gemerkt. Shit. Ja, hast vielleicht gemerkt. Ich weiß nicht, wann es ausgefallen ist. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Aber nochmal anfangen tue ich nicht. Shit. Ja, ich habe ja den Sack voll gemacht mit Zeug, ne? Das heißt, die ganzen Sachen wie Reagenzien und so weiter kommen hier alle rein. Und die ganzen Spruchrollen.
und so weiter, dass man eben ein zweites Zauberbuch eventuell füllen könnte. Könnte doch. Ah, die ganzen Lappen hier machen wir alle kaputt. Da kennen wir nichts. Greater Confusion Blast. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht, das Ding. Ich benutze das halt so selten. So, und deswegen müssen wir jetzt das hier auch noch füllen mit den ganzen Reagenzien, weil wir selber haben keine Taste-ID. Und ohne Taste-ID kriegen wir das nicht auf. Ja, der Walking Undead ist ja unser quasi aktuell Zweitcharakter. Und deswegen für den anderen Charakter machen wir das auch. Oh je, hier haben wir schon Leute geopfert. Und hier, Remove Trap. Jawohl, weg mit der Falle, jetzt kommen wir. Ja, wenn wir das nicht identifizieren können, kommt das natürlich alles da hinein. Gut, Bolzen. Toll, Bollengarn. Was ist denn Conflagration? Hauen sich dann selber? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ein Säckchen. Passt. Heilung, ja, komm. Kommt man dazu. Ja, irgendwie immer wieder spannend mit dem Mikro. Mal ist es da, mal ist es weg. Muss er warm, muss er weh, muss er da, muss er wieder weg. Guck mal, neuer. Hä? Large Dinosaur Leather, whatever. Satchel. Verdammt. Verdammt schwer. Verdammt, ich nehme dich trotzdem mit. Sherry, bleibt hier. Das kann ich mir auch schon mal vom Baum pflücken, das ist jetzt nicht so das Problem. Bin ich das Wahnsinn? Ich bin 600. Oh. Du dummer Köcher. Oh, das ist aber schweineschwer, das Zeug. Hör mir auf. Haben wir denn noch? Ja, wir haben noch mehr mit Stärke. Sind wir wieder mit Einhänder quasi unterwegs. Moment. Zack. 190. Reicht immer noch nicht. Krank. Ja, lass mal die... Ja, Rosenholz, lass mich mit. Darauf bin ich rosenstolz. Ja, shit. Was kann denn... Hier steht, was kann denn weg? Zwei Drinks sind noch drin. Was zu essen vielleicht? Das hier sind vier Steinchen. Viel ist es ja nicht. Ist sehr schwer. 20, ja. Der ist schwer. Ich kann auch einfach den hier da lassen, dann wäre auch wieder Feierabend. Was haben wir denn noch? Was kann denn noch weg? Ist irgendwas hier austauschbar? Das hier zum Beispiel. Holzfäller-Axt. Säure. Als Empty Bottles hätten wir hier noch irgendwo. Moment. Wo sind die Gierstück? 94. Wir sind fast da. Haben wir irgendwas zu futtern irgendwie eingepackt versehentlich? Der Stärke? Nee. Was können wir tun? Nee, das können wir nicht wegschmeißen. Übrigens das hier, dieses Glückszeug. Ja, da findet noch was Besseres. Irgendein Scheißdreck werden wir doch weggeschmissen bekommen. Haben wir denn irgendwas, was wir schon kennen? Lightning, zweimal, zwei Stück. Ja, dann probieren wir halt, was das ist. Und wenn es nichts ist, dann verpufft es halt einfach. Wurscht. So, Item-ID. Ja, so kann man auch gewichtlos werden. Oder auch nicht, weil eins ist nämlich... Scroll of... Was? Seems to be a Scroll of Wither. Wo ist die? Das muss doch so eine grüne sein. Hier, zack. Scroll of Wither. Und dann kommt der Heiltrank kommt dann weg. Eins zu viel. Ach halt, wir können doch die Sachen in den Köcher schmeißen. Müsste das nicht das Gewicht reduzieren? Nicht so wirklich. Ja komm, damit kommen wir aber klar. Ein Kilochen zu viel, passt schon. So, das kann zu und weiter geht's. Jetzt hören wir mal zu. Hallo? Achso. Falscher Stock. Das ist ein Balkon. Könnte auch mal Spaß haben zum... Ist das neu? Jetzt habe ich... Ah ne. Da waren wir schon. Ich kann aber nichts mehr mitnehmen. Jetzt müssen wir eigentlich zum Schiff latschen. Also die Hauptattraktion haben wir schon gesehen. Ja,
Aber die lassen sich, glaube ich, mit dem Knüppel auch ganz gut wegholzen. Ja, ja. Aber mach mich nicht schwach. 140 Stärke. Alles klar. Oh, jetzt mal wieder zu voll. Verdammt. Ich darf es doch nicht mitnehmen. Auch wenn ich so gerne wollte. Feuerfeld, das kennen wir schon, glaube ich. Ja. Das wiegt ja auch ein Stein. Ja, manchmal ist es ein bisschen komisch, dass so einfachster Scheißdreck auch was wiegt. Ja, falscher Stock. Müssen wir kurz mal in den Keller laufen. Beziehungsweise ist ja ebenerdig. Ah, nerviger Scheiß hier immer. Okay, und wo teleportiert mich das hin? Ich will es gar nicht wissen. Deswegen schaue ich auch gar nicht. Das kennen wir schon. Aber keine Fallen, ne? Wizard of the Glade. Was? Was ist hier los? Der Zoo. Der Zoo ist los. Sehr gut. Die ganzen Viecher sind im Nebenraum. Was für ein Dummkopf. Auch das ist unsichtbar. Komm. Holt seine Viecher. Das sind richtig... Ah ja. Das sind richtig... Richtig faule Schwein hier. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich den... Oh, Zirkel... Oh ne, halt so Licht... Da ist er. Immer mal öfter mal was Neues. Oder immer mal was Neues, ne? Paralysierungsfeld. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder ein Fehler, das hier mitzunehmen. Dieser Arkanenstein. Ich kann die doch einfach liegen lassen. Ja, doch. Hätte ich es mal liegen gelassen. Ich glaube, bei 5 verlieren wir quasi einen Stein. So, Remove Trap. Jetzt ist das noch zu. Ich habe immer noch nicht den neuen Dietrich, beziehungsweise alles Knackerschlüssel. Jawoll. Tarotkarten. Hickory. Nee, die kann ich mir selber pflücken. Magician of Madness. Der hat bestimmt viele Flüche in so einem Müll. Vor der andere guckt. Verdammt. Recall. Ja, das ist geil. Das muss auf jeden Fall mit. Achso, wie gesagt, wir nehmen die eh alle mit. So, Attacke. Hallo. Feuer. Ich kann mich nicht so wirklich wegbewegen. Wieso bin ich eigentlich so langsam? Ja, das kommt. Boah. Erster Schlag halbtot, zweiter Schlag Feierabend. Ich glaube, ich nehme gleich mal einen Stärketrank und dann renne ich hoch zu, oder reite hoch zum Boot. Wieso kann das nicht einfach mal so ein Stärketrank oder sowas sein? Warum? Warum? Also warum nicht? So, jetzt zack, zack. Ja, sie ist als nächstes dran, die Varna. Ich bin hier fertig, bin, kann man sagen, sie war da. Und dann alles mal bunkern. Das Ding ist ja sowieso relativ. Ich weiß gar nicht, wie wir da reinpassen in so ein Boot. Ich schätze mal mehr als in unsere Tasche, oder? Jetzt haben wir einen Knüppel und schon ist Feierabend, ich weiß. Ist grauenhaft. Massenfluch kennen wir schon mehrfach. Müssen wir uns eigentlich beeilen. Die hat aber schicke Schuhe. Hör mir auf. Ja, Reagenzien, komm. Ich sehe schon kommen. Das hält nur 2 Minuten an, ne? Das ist, ja, weil der so schön rumteleportiert hat hier. Oh, ist weg. Der Reaper. Tut mir leid, keine Zeit. Orc Warrior, auch keine Zeit, tut mir leid. Ich habe zu tun. Ich will zu töten. Beziehungsweise im Moment habe ich zu reiten. Mehr steht eigentlich nicht auf dem Plan. Schon wieder ein Reaper. Nee, Minister haut bloß ab. Die macht bestimmt wieder irgendwie Musik und dann lasse ich die Waffe fallen oder steig vom Pferd ab oder bohr an der Nase oder mach sonst was, aber bloß nicht kämpfen. Da
Das kann so nicht angehen. Ja, ja. Wir haben ganz im Norden geparkt. Auf eine Riesenratte halten wir natürlich an. Schnittdämon. Naja, oder Löwe. Ein Tiger. Löwe, Tiger. Naja, Dex ist wieder hochgegangen. Ach, deswegen waren wir so lang. Nein, bitte nicht. Ein Schamane. Das ist nicht gut. Ey, das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Okay. Magician of the Lake. Mach mal jetzt ab, ich muss hier arbeiten. Irgendwer. Oh, hat mich blutig gekratzt. Die Miezekatze. Und naja. Ja, die darf das. Schon wieder Massenfluch. Das haben sie gerne dabei, ne? Ja, ja. So, jetzt können wir auch wieder den ganzen Müll mitnehmen. Schwarze Perle, sehr gut. Die nehmen wir mal direkt an uns. Gut. Ja, ja. Ach nö. Feind! Ja, ja, you begin applying. Hier ist aber auch echt nie. Oh Gott, Spinne. Tarantula! Direkt. Mieses Kackgift. You begin applying the bandages. Und geheilt. Ja, du haust nicht ab. Da war noch was Dickeres, ne? Der Schamane. Ja, ja. Halt hier war doch der komische. Was ist denn das hier? Oh. Identifizierung aktivieren jetzt. Ne? Aber jetzt. Intelligenz gestiegen. Sauber. Wieder ein bisschen schlauer. Ne? Ne? Einmal noch? Jawohl. Schneller zaubern. Geil. Weg damit. Was war das andere? Kittel. Archery plus 5. Oh, okay. Kann man, braucht man den? Eigentlich nicht, ne? Stealing machen wir eh nicht. Jetzt hat es aber leider keinen Namen. Komisch, ne? Weil die so zufällig sind, die Verzauberungen. Das ist nicht irgendwie des Diebes oder des Schleichers. Und dann gibt es irgendwie eine. Also immer das Gleiche sozusagen. Raise and Identify. Magic Lock. Ja, wo ist sie denn? Oder kommt das direkt ins Buch? Ich habe das doch gerade. Ach da. Ach ja. Ja, jetzt können wir quasi uns wieder bewegen. Mitnehmen. Unsere ganzen Schätze hier im Boot. Hoffentlich versenkt das keiner. Piraten gibt es zum Beispiel. Stinkende, widerliche Piraten. 5000 Kupfermünzen und wir können halbwegs wieder laufen. Wobei, wir sind doch eh fertig hier, oder? Silber mit 1800. Warum sind wir denn immer noch so schwer? Okay, der wiegt schon mittlerweile 72 stolze Steine. Komm, machen wir die Orte zu. Okay, 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 okay. Wieso nimmt der die Silber nicht an? 244, jetzt haben wir Standardgewicht. So, Karte. Bitte, bitte öffnen Sie die Karte. A la carte. Ruhe. So, das hätten wir. Komm, wir fahren mal runter zu dieser kleinen Insel. Die gucken wir uns auch noch heute an. Alles klar. Chef? Ne, ich bin der Chef. Tillermann. Hoch im Anker. Gut gemacht. Fahren Sie nach Nordwest. Also eigentlich nach West, aber ist wurscht. Sagen wir es mal keinem. Halt, der fährt ja auch. Er kann auch schräg fahren. So, halt, können wir auch im Spiel machen. Die Spiel. Das ist kein Spiel. Ist echt. So, jetzt haben wir die ganzen Stärke-Sachen. Die können wir eigentlich auch mal ausziehen. Halt, das muss ich mal nebenher machen. Also als Hobby. Moment. So. Schnell weg. Das kommt alles nach hier unten. So, das Mace Fighting. Jo. Den da nicht. Oh, das hier. Jo. Ist das hier? Archery. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir mal Mace Fighting. Archery brauchen wir gar nicht so wirklich.
Ja, das ist natürlich. Jetzt würde ich ihn doch wieder haben, jetzt wo ich das gerade sehe. Wir haben Archery nämlich als Robe, aber nicht als Umhang. Ach, guck mal, da ist ja ein Boot vor Anker. Da gehen wir gleich mal spaßhalber hin. Oder ein Schiff, viel eher. So, gleich mal Anker. Das muss ich noch holen. Das war ich glaube, in der Luftelement-Leiche, nicht? So, Anker. Und? Ist manchmal ein bisschen komisch. Jetzt muss ich nur am Dings vorbei, am Schamanen. Auf den habe ich nämlich gar keinen Bock. Ah, da ist er. Der Elfenschamane. Ist jetzt nicht so das Problem, aber nun gut. Boah, die sehen so eklig aus, ne? Genau. Ach, Cherie. Mon Cherie. Und wieder Retour. Stört die gar nicht. Naja. So. Und Anker hoch und Sail setzen. Oder Icekipper. Genau, Warcraft war das. Icekipper. Anker hoch und Sail setzen. Wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Hier in etwa fahren wir jetzt gerade durch diese Passage. Danach nach Süden. Nach Süden. Wir fahren. Ah, der war jetzt nach Süden. Müssen wir mal Spaß haben, ein bisschen weg vom Wasser. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, dieses Dunkel. Und das könnten wir uns auch mal spaßhalber markieren. Das machen wir als allererstes. Fahren wir erstmal nach Westen. Da oben haben wir. Das ist hier oben, genau. Das ist diese Ausbuchtung hier. Ja, mit dem Geschwungenen daneben. Oder wir sind hier oben. Wir wissen es ganz genau, wenn wir weiterfahren nach Westen. Da haben wir gesagt, wir dürfen das. Genau, es ist hier unten wahrscheinlich die andere Insel schon zu sehen. Nee, doch, da sind wir genau hier. Wir sind genau richtig. Richtig lange. So fährt nur der Bunker. Das heißt, da gehen wir mal runter, dann gehen wir da an Land und dann. Wahrscheinlich ist das ein krasses Dungeon. Also ich. Hoffe ich immer noch auf Hythloth. Alles so ein bisschen feurig aussah auf der Karte, aber ob es das ist, das weiß ich nicht. So. Und. Stopp! Anker! Na? Ne? Doch. Ach, mit Anlauf, ja klar. So, jetzt sind wir hier am Felsen, aber unterhalb. Das heißt, wir müssten hier sein. Negativ, wir sind hier in diesem komischen ankerartigen Ausläufer. Oder wir sind. Ne, das sieht ja nach dem hier aus. Ja, aber hier oben ist nämlich der Eingang. Ja, das sieht nach feurigem Dungeon aus. Ein Ahnkick. Was soll das denn? Soll ich mal lachen? Was ist denn das? Chaos. Ja, das ist einer von diesen komischen. Oh, da ist direkt der Bösewicht. Okay. Die Frage ist nur, ist das jetzt gerade ein. Ist das jemand, mit dem man reden kann oder mit dem man kämpfen kann, darf? Das weiß ich nämlich nicht. Was bist du? Eine Waffe? Eine bizarre? Was genau bist du? Sprich. Machen wir gleich. Dann gehe ich mal einen Schritt rein. Mal gucken, wie das heißt. Tactics plus 6. Okay. Mehr Schaden mit dem Hammer. Deswegen Schammer. So, schauen wir mal. Was ist das? Fires of Hell. Höllenfeuer. Aber die passende Musik. Und immer einen neuen Dungeon. Fires of Hell. Fires of Hell. Okay. Dann ist jetzt wieder Zeit. Für. Ach, guck mal, ich habe die Kerze gar nicht in der Hand gehabt. Ich Dummkopf. Für Magie. Ist das wieder magisch? Da freuen sich wahrscheinlich alle. Ist wieder so ein Magic Moment jetzt für mich. So ein Magic Moment. Renika, ja, wir waren hier wieder zu Hause. Recall Rune. So, heißt.
Markierung. Aktivieren. In die Hand nehmen. Markieren. Miststück. Nochmal. Markierung. Warten. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich warten muss. Wow. Hat funktioniert. Sehr gut. Und die Bezeichnung ist... Fires of Hell Dungeon. Hieß Fires of Hell, oder? Ich glaube schon. Ja, jetzt müssen wir eigentlich mal mit dem Kollegen da hinten sprechen. Reptilien, was haben wir noch? Hatten wir nicht Abyssal? Ja, Abysmal Banishment. So, sei lieb. Sei lieb. Steht beim Chaos rum. Ach, das ist nur eine Stadt. Guck mal, was mich erschreckt. Eingelegt haben sie mich. Slutgarok, Schreien auf Azrael. Hier kommen wir auch wieder. Gold Sword from Tython. May your wealth bring blessings to those in need. Aber das machen wir natürlich mit Chaos-Schreien nicht. You've decided to tithe no gold to the thrine. Ja, thuth. Das machen wir ein andermal, würde ich sagen. Ein Feuerdungeon. Ja, normal ist schon, normal ist die dritthöchste Stufe, oder? Normal war auch das komische Mausoleum. Aber normal ist das nicht. Nein. Bitte sterben Sie. Gut. Alles. Hey. Der Sack ist weg. Ich hab ein Boot gelassen. Ja klar, damit ich mehr tragen kann. Das war wieder intelligent. So, ist das auch eine Insel? Ne, Quatsch, ist nicht. Die ist angeschlossen. Ah! Testen. Moment. Halt, stopp. Ich bin sogar heute mal auf Zack. Was das Mikro angeht zwar nicht, aber das macht ja nichts. 10.50, das kommt mir bekannt vor. War das nicht 11.50? 49, 55, 11. Echt kölnisch Wasser. Nochmal. 10.40, 9. The Land of Caesarea. Moment. Achso, hier drin geht das nicht, ne? Hier ist der Eingang. 9.12, 49. 5, das ist das. Das ist das ja. Ja, wie ich es mir dachte. Hier ist... Was ist hier drin verschwunden? Hidden Fires of Hell. Thousand of years. We must tell of Scimitar of Akerar the Hunter. Aha. Ja, geil. Wir haben endlich die Lösung. Das hatten wir eigentlich schon vor weiß ich nicht, vor 10 Folgen? Nee, 5 Folgen oder so. Seit wir halt diesen komischen Brief bekommen haben, wusste ich das alles. Das habe ich natürlich immer gewusst. Ich habe es immer gesagt. So, wie sieht das eigentlich aus? Wie sieht das hier eigentlich aus? Ne, ich will mir die Insel angucken. Da bin ich eisern. Hier war das, oder? Ich glaube schon. Wo habe ich denn geparkt? Hä? Ein Steg? Und Braunbär? Und Lyon? In die falsche Richtung gerannt. Ach, da habe ich das wahrscheinlich gesehen. Ich bin da jetzt nicht wirklich hängen geblieben. Tja, hier könnte ich an Land gehen, aber ich glaube, das mache ich natürlich nicht. Weil ich schon an Land bin. Ich muss dann doch unten geparkt haben. Aber jetzt sind wir schon da oben. Jetzt will ich sehen, was in dieser komischen Mulde da ist. Ach Mann, es ist auch... Ein Drache ist das. Ja klar, ist ein reiner Drache. Oh Mann. Reptilienvernichter, was bist du? Reptile Slayer. Reptile. Komm, Flawless Victory, will ich jetzt mal sehen hier. Und wieder gestunt. Bin gespannt. Guck mal, richtig scheiße. Doppelschuss. Triff du Hund. Nochmal, komm. Hopp, triff. Nochmal, komm. So ist fein. Was brauchen wir im Mana, wenn wir einen Drachen töten können? Oh, sehr gut. Ein weiterer Ring. Ach, komm. Juwelen. Edelsteine. Und es gibt... nichts. Ich frage mich wirklich, ob man das irgendwie mit Tailoring... Quatsch, mit Tinkering dann irgendwie herstellen kann und dann irgendwie die Sockel
oder die sockeln kann oder dann da was einfügen kann? Oder muss man die mit Edelstein überhaupt erst machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ein Asche Shepherd's Crook ist auch ein Mace-Fighting-Stöckchen. Das war, glaube ich, bei uns auf dem Chart, war das aber trotzdem für Wrestling. Man hat Wrestling-Gains davon bekommen, das weiß ich noch. War ein bisschen kaputt. Könnte man natürlich meinen, ja, das haben sie auch bestimmt gleich gefixt, so. Das ist auch sicherlich ein Problem, oder? Oder? Haben sie. Ist es nicht so? Sagen Sie doch mal, Herr Bunkerknacker. Bitte erzählen Sie mir genau, wann Sie das geändert haben. Arms Lore plus 12. Ja, leck mich doch am Kittel. Pairing 8. Hit Increase 8. Ja, es lohnt sich, das Zeug von den sogenannten. Ich hab da immer mal Bock drauf. Wieso ziehst du das nicht an? Achso. Hit Increase. Okay, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Reflect Damage. Damage Increase, also macht 50% mehr Schaden, 20% wird zurückgeworfen. Wo ist. Swing Speed? 1,5 Sekunden mit der Waffe, okay. 6 Sekunden mittlerweile, das war verarzten. Zweimal gleich mal auf 10 oder so. Was suche ich denn? Hit. Hit Chance. Hit Chance, 21%. Okay. Ordentlich. Dex und Hit Chance nochmal erhöht. Alles klar. Und wir können sogar im Nahkampf mit dem komischen Ding hier. Okay, auf 24. Wow. Wow. Hat man nicht noch eine zweite Kerze? Oder ist sie abgebrannt? Verdammt, genau wie Lummerland. Einfach abgebrannt. Was ist denn das hier? Hit Point Increase, Hit Chance Increase 4%. Achso, das wäre die Alternative, ne? Die hatten wir vorher, glaube ich, immer. Hit Chance 2. Achso, die Regeneration der Trefferpunkte. Hier hätten wir generell 10 mehr und treffen um 4%. Da wären wir schon bei 26. Das ist ja alles mittlerweile schon nicht mehr in Worte zu fassen. Nur noch in ein Gefühl reinster Euphorie, würde ich mal sagen. Ja, danke auch übrigens für die milde Gabe. Dein Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Wir werden dich immer in Ehren halten und Lieder auf dich singen. Also ein verkackter Schamane, ein Riesenschamane, muss das denn immer sein? Die dauern halt ewig. Obwohl, mit der Waffe vielleicht nicht. Aber die können sich wirklich wehren. Eine Werecat. Mein Gott, wir haben das letzte Mal eine Werecat gesehen. Beim Schreien war das auch. Nicht Where, sondern Wo. Ist doch wurscht. So, erstmal lahmgelegt. Komm. Ja. Ja, aber den geht echt einiges. Guck mal, die sind richtig hart. Können wir es mal verkürzen? Doppelschuss? Nur einer hat getroffen. Ah, jetzt kommt der andere Sack natürlich auch noch dazu. Ja, jetzt, ne? So, man merkt, oh, wir sind hier gerade in arge Bredouille. Da muss der andere natürlich auch wieder angedackelt kommen. Ist ja logisch. Reflect, bla. Ja, jetzt müssen wir ran. Jetzt muss es sein. Schock. Sehr gut. Wenn das mal gelingt, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Da macht er nämlich erstmal nichts mehr hier. Der komische Vogel. Und direkt wieder gelähmt. Nicht heilen. Bitte nicht heilen. Bräuchten wir den normalen Bogen, glaube ich, mit Mortal Wound. Okay, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel Angst verbreitet. Panik mache. Ja, wir haben das nicht mehr. Gut, der Pech gehabt. Pech. Dex-Bonus. Passt. Ich wollte eigentlich nur mal sehen, was hier in dieser komischen Ausbuchtung hier ist. Jetzt wissen wir es. Komm, Rattenmann. Dafür halten wir nicht an. Also wissen wir, hier war ein sogenannter. Oh Gott, Spinne. Erstmal gelernt. Jetzt machen wir das nicht mal. You have seriously stunned your opponent. Ja, der sitzt nur noch da und guckt. Mein Gott, wie macht der das bloß? Wie ist das nur möglich? Wie ist das zu machen? Ja, aber ist auch verständlich, oder? Ich meine, hallo? Nee, mit euch wollen wir es gar nicht abgeben. Ja, das war alles. Was ist das denn da links?
westlich. Ogger. Wo ist denn jetzt die... Ich bin gleich soweit. Moment, bitte nicht drängeln. Ich suche meinen Knüppel. Haben Sie meinen Knüppel gesehen? Nicht ohne meinen Knüppel. Da. Was geht jetzt ab? Wollen Sie jetzt alle wissen? Ach, jeder darf mal, oder was? Wer schießt denn hier? Ist einer von euch ein Magier? Offensichtlich. Shit! Was ist denn jetzt? Wer ist jetzt kaputt? Ist aber nicht so doll verhauen? Sondern ein Rattenmann. Und das andere war einfach nur ein... Ach, eine Were-Rat ist das. Hey, wer hätte das gedacht? Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, wer hätte das gedacht? Boah, das hätte mich sogar echt umnieten können hier. Machen wir erstmal den Ogre. Der geht schneller. Der hat mir sein OK gegeben. Wie seid ihr jetzt eigentlich gerade geblutet? Na, so geht das. Nein. Jawohl, mehr Decks. Beim Knüppel zuhauen. Ach nee, beim Heilen mit dem... Ja, ja. Bandagen. Healing. Das hat gerade die... den Decks-Bonus gegeben. Oh Gott. Was bist du? Nicht gut. Repeating, bla. Was ist ein Ding? Reflect Physical Damage. Keine Ahnung. Mal testen. Ich mag die Sachen, die man einfach so nebenher trägt. Wir bekommen kaum Kittel, ne? So Zeug, dass man einfach auf der Haut direkt trägt. Gut, wahrscheinlich wissen die meisten, was ein Kittel ist. Halt einfach dahin, bin ich doof? Jetzt haben sie mich schon wieder abgelenkt hier, die mit ihrer ganzen Kämpferei. Ist das ein Friedhof? Was ist das hier? Okay. Nächstes Dungeon. Totenbeschwörer Gilde. Dark Caves. Ist hier was? Die dunklen. This cave is high enough to build a castle in. Ach, das ist eine bewohnbare. Ach, jetzadle. Das ist ja nett. Ja. Ordentlich Platz. Man könnte also hier ein Schloss hier drin bauen, hieß es gerade. Ich lese auch nur, was hier steht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, komm, reicht. Das ist einfach nur gigantische Plätze für. Man kann hier was bauen. Ja. Wahrscheinlich damit man. In der Welt gibt es sowas wahrscheinlich nicht. Ich weiß. Kann ich wieder raus, bitte? Ja. So, so. Was ist hier dann die Gilde? You've entered the Tomb of Kaas, the bloody-handed. Tomb of Kaas. Glasschwert. Knochen. Ist was zu holen? Ist ein Geheimnis? Vielleicht muss man hier irgendwas ablegen. Dread Sword, okay. Kann man irgendwo die in die Wand? Nee. Scheint der einem? Vielleicht müssen wir irgendwas hinlegen. Vielleicht gibt es auch ein Glasschild oder sowas? Keine Ahnung. Interessant. Also hier ist offenbar das Grab von Kaas, dem Bluthändigen. Uiuiui. Gar nicht wissen, was der so treibt, ne? Können Sie mal wieder aufhören mit dem Nachladeruglern? Jetzt ruhig heimlich einen Schluck Käffchen zu trinken und dann sowas. Jedes Mal wird das Herz stehen, wo ich denke, jetzt war's das. Das ganze Spiel
stürzt ab. Auf neue formatieren. Super. Nie wieder Computer spielen. Ein Albtraum. So. Anker hoch. Runter zu's. Während ich hier einen Sammel sortiere. Hosen, Holz hier rein. Rest bleibt nicht am Mann, sondern wird hier gebunkert. 5000 schon wieder. Ja klar, wenn ich so üble Riesenviecher platt mache, dann darf ich mich ja nicht wundern. So. Ei, ei. Sir, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen nach unten. Aber ist schon in Ordnung. Fährst halt rückwärts. So, jetzt fahren wir noch geschwind uns diese kleine Insel hier angucken. Diese kleine waldige. Die kleine waldige Insel. Und natürlich geht das wahrscheinlich nicht ohne Klopperei, oder? Anker. Anchor dropped. Gut gemacht. So, das machst du weg. Ne? So, mit Schmackes. Ja. Oh ne, ist wieder so eine Dschungelinsel. Oh ja, so eine Insel, das sagt, kennt mir doch was. So ein kleines Inselchen. Kleine Geschichte. Der Name Boski Anubis kommt mir da in den Sinn. Ein Pole. Damals auf dem Server. Ich mit den Kollegen, den es nicht mehr gibt. Und haben hier eigentlich Drachen und sowas gejagt. Ne? Hier wegen Tierhunting haben wir uns da die Schätze rausgruscheln wollen. Weil zu zweit ist es natürlich leichter. Und es schnell verdient das Geld. Gerade wenn es sowas war wie Stufe 2er mit vielen Zauberern. Weil mal so eine Explore, Flamestrike oder Gift-Kombo den Hintern aufgerissen hat. Da war es schon günstig, wenn einer dabei war. Vor allem mit GM Healing konnte man einfach mit Bandagen konnte man so einen Toten dann wieder auferwecken. Oder eben durch den Zauber, aber das ging immer schneller. Und Bandagen kosten halt nichts. Und GM Healing, also 100%, war ja der Standard, ne? 100% heilen. Und da konnte man sich mal geschwind wieder hochheilen. Direwolf, wann habe ich den das letzte Mal gesehen? War schon 100 Jahre her. Und zwar, wenn das vorbei ist. Zufall. Komisch. Ach, das ist bestimmt irgendwas auf der Keule, oder? Irgendwas? Hit Leute Fans, Hit Stamina Leech? Keine Ahnung. Also Ausdauer sauge ich den auf jeden Fall ab. Hawk Warrior, okay. Ja, auf jeden Fall schön im Kampf mit irgendwelchen Drachen oder sowas. Wir müssen uns dann mal wieder zurückziehen. Und dann taucht auf einmal jemand auf. Ein Player-Killer mit Schwert und Schild auf dem... Oh, Neptune Vale, das klingt nach Dämon. Das ist ein Dämon, okay. Okay, dann... Brauchen wir den Vernichter. Den Abysmal-Vernichter, das war der Bogen, ganz genau. Feuer frei. Rüstung geschlagen. Und los geht's. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Wenn's recht ist, so bitte nicht. Oder hier nicht mit dem Kämpfen, mit dem Ruckeln anfangen. Oh, das sieht aber schick aus. Poisonous Fields. Oh, jetzt geht's rund. Ja, ist direkt dran und ich bin so gut wie tot. Okay, das war ein harter Angriff. Bin ich irgendwie 128, ja? Ich bin wahrscheinlich nicht voll da. Oh oh. Das haut recht ganz toll. Erster Treffer. So gut wie tot. Ich aber auch. Your finger slip. Wieso? Okay, kurz warten. Hat der barely help. Ich will das nicht immer hören. Komm schon. Voll Energie, geh ich wieder ran. Jetzt. Damit. Doppelschuss. Kann wieder. Jawohl. Flying finished. Balron. Sauer. Okay, hier müssen wir natürlich gucken, was der hat. Weil das könnte wichtig sein. Okay, Swing Speed Increase 1%. Das ist mir zu krass. Sowas kann ich nicht mitnehmen. Das kann sowas nicht verantworten. Weil wenn es dann... Da sind wir einfach zu OP. Mit 1% schneller schwingen, da hört es aber auch auf, finde ich, der Spaß. Ewalint. Oh, sehr gut für Zauberinchen. Das macht den Schaden, beeinflusst das. Bogen, Schrottbogen, Waffen, die wir nicht brauchen, bizarrer Gegenstand. Ach, ist das vielleicht die
Eine bizarre Gegend. Nee, halt, das heißt ja immer so. Ich dachte, das sei irgendwas Spezielles, aber ist es nicht. Curse. Arch Curse. Können wir gleich mehrere verfluchen. Nightmare Bone Gauntlets. Okay. Gut, Rest interessiert mich nicht. Halt, stopp. Erstmal ein Stückchen rausschneiden aus ihm. So, wir sind offenbar. Wie ist der? Ursul oder so, ne? Hat man es gesehen? Ach, ich habe nur mich selber gesehen. Ich sehe wieder nur mich selber. 312. Okay, ich kann noch eine jede Menge tragen. Die Musik, die macht immer so, weiß ich nicht. Melancholisch? Naja. Genau. Und auf jeden Fall der Typ. Hier, ne? Gab es eine schöne Schlägerei. Bosque Anubis mit dem Kollegen. Der nächste. Scheiß die Wand an. Was ist denn hier los? Das kleine Mistvieh weg. Okay, jetzt kommst du dran. Ach, das ist nur so ein Algen. Nur so ein Algendämon? Naja, ich weiß nicht. Mit Algen haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht. Obwohl, das war eher so ein. Alter Latz. Wie geil. Was ist das denn? Dino-Pflanze. Kornholmian-Idol. Kornholmian. Ja. Ich tippe für mein Banghol. Shadow. Okay. Nee, das ist Quatsch. Okay, Chest of Merslight, der Algendämon, das Ding ist wieder randvoll, alter Latz. Es ist einfach nicht zu fassen. Mixing Cauldron haben wir schon. Den lassen wir mal da. Halt, da brauchen wir noch mehrere, oder? Hat ja der X Benutzungen? Wahrscheinlich. Ja, irgendwas hier, keine Ahnung, Strength, Cold Resist, kann weg. Komm, wir sortieren doch mal aus. Ja, komm, Skelett, was soll das jetzt? Mhm. Axel with Gears, ne, danke. Surgeon Knife, ja, okay. Kerze. Werkzeug, okay. Er nimmt sie nicht. Okay. Ja, nehme ich. Doch, nehme ich. Eine schöne. Ja, natürlich. Natürlich fliegt sie mir um die Ohren. Was soll sie auch sonst machen? Andererseits. Wir müssen mal eh mitnehmen. Gewicht? 360 von 550.
Ja, ich werde mal wahrscheinlich dieses Zelt bemühen und werde das mal alles ausräumen hier, die ganze Geschichte, weil die sind randvoll mittlerweile und können das schon gar nicht mehr reinpacken. Das heißt, ja, das kommt alles mal raus, das Bankfach kommt voll und ja, dann geht es hier das nächste Mal auf diesem Kanal weiter, beziehungsweise, naja, haben wir einiges geschafft, Drachen getötet, ja, Drachen getötet, und Dämonen getötet, ja, sind ja mit Drachentöter und Dämonentöter unterwegs, sind quasi Drachophob und Dämonophob, also das kann ja nur gut sein. Ja, und das nächste Mal ist angesagt das komische Feuerdungeon, da müssen wir hin, da haben wir die Nachricht, da bin ich ja mal gespannt. Und da müssen wir es abgeben in Britain, ja, eine Aufgabe, die wir schon wahrscheinlich schon längst hätten machen können, hätten wir mal in die Sachen reingeschaut, aber das ist ja wurscht. Es geht ja nicht darum. Es geht auch um den Spaß und ums Entdecken und Erkennen und so weiter. Nicht das hier. Dass das Mikro mal ausfällt, ist natürlich scheiße, aber da kann man nichts machen. Ich hoffe mal, dass das nicht schon lange aus ist, sondern gerade erst. Das wäre nämlich schlecht, wenn doch. Aber ich war so beschäftigt, ne, mit Viehzeug töten. Genau wie der Typ, der uns hier aufgelauert hatte. Der finstere Pirat. Ja. Während wir auf der Insel waren, hat er sich am Schiff wahrscheinlich zu schaffen gemacht. Naja. Gut. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich muss hier ausmisten und wir haben eine Aufgabe. Wir müssen ins höllische Feuerdungeon. Die Karte muss auch abgegradet werden. Egal, beim nächsten Mal mehr. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal bei Apokalypsis Ultima Offline bzw. ja, Ruins and Riches oder auch Odyssey. Wobei, eine Odyssey ist das nicht. Wir wissen genau, wo wir hin müssen. Wir sind ja auch ein super Navigator. Ne? Man merkt's. Wir wissen immer genau, wo wir sind. Ja, beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.